Ja, nochmal an alle Gäste hier im Livestream, Entschuldigung für diesen holprigen Start. Das ist tatsächlich eigentlich der erste größte Technikfehler, der uns am ganzen Wochenende unterlaufen ist. Und damit haben wir jetzt gestartet. Blöd, aber so ist es. Ich danke euch für eure Geduld und ich spule einfach nochmal zurück eine halbe Stunde und fange nochmal von vorne an. Und genau, begrüße euch sehr herzlich zu Jugendhack Heidelberg 2020, unserer Online-Edition. Wow, was ein Wochenende. Wir haben jetzt alle so viel wie noch nie auf Streams geschaut. Genau, trotzdem ist es für uns alle irgendwie schon so ein bisschen zum Alltag geworden in den letzten Monaten, dass wir viel Zeit vor Bildschirmen, viel Zeit in irgendwelchen Online-Konferenzen verbringen. Und genau, trotzdem möchte ich es so wie im echten Leben machen, mich einmal kurz vorstellen. Ich bin Jasper vom Jugendhack-Team Heidelberg und möchte euch kurz meine Moderatorin an meiner Seite, die reizende Julia, vorstellen. Julia, hallo und herzlich willkommen in unserem Livestream. Schön, dass du da Die bist. reizende Julia sagt Hallo. Ja, sorry dafür. Wir hatten ein unglaublich tolles Wochenende hinter uns, mit unglaublichen motivierten Teilnehmerinnen, die aus ganz Deutschland sich das ganze Wochenende über hier zu uns live dazugeschaltet hatten. Wir hatten insgesamt 25 Teilnehmerinnen, 13 Mentorinnen, und ganz viel Internetbandbreite. Genau. Bevor wir jetzt anfangen mit den Präsentationen der Jugendlichen, die jetzt schon in den Startlöchern stehen und nochmal jetzt eine halbe Stunde mehr Zeit hatten, ihren Präsentationen den letzten Schliff zu geben, Und die das garantiert auch gemacht haben, so die wie ich das sie kenne. garantiert gemacht Wahrscheinlich haben, mindestens 10 Zeilen kommt mehr. möchte ich doch nochmal kurz die Gelegenheit nutzen und ein paar Sätze zu Jugendhackt sagen. Genau, Jugendhackt ist ein gemeinnütziges Förderprogramm für Jugendliche, die programmierbegeistert sind. Richtet sich an die Altersgruppe der 12- bis 18-Jährigen und dabei, wir schreiben das hier immer hin, insbesondere an Mädchen. Denn was uns wichtig ist bei Jugendhackt, ist, dass wir natürlich nicht nur die Jugendlichen erreichen wollen, die bereits schon voll vernetzt und voll im Techniksaft stehen sozusagen, sondern wir möchten auch diejenigen erreichen, die sich vielleicht nicht so trauen, ihren Interessen im Bereich Technik und IT zu folgen. Und das sind leider nun mal immer noch junge Mädchen, die sich da etwas zögerlicher zeigen. Und genau, Jugendhackt ist ein Format, bei dem wir besonders stolz darauf sind, eben auch diese Zielgruppe besser zu erreichen. Was wir noch bei Jugendhackt machen, ist etwas Besonderes, was wir mit Code die Welt verbessern nennen. Denn was Jugendhackt unterscheidet zu so manch einem anderen IT-Förderprogramm, ist, dass wir die Talente der Jugendlichen in eine gewisse Richtung kanalisieren wollen. Wir wollen den Jugendlichen ihre Verantwortung bewusst machen, die sie haben als Menschen, die ganze Welt der Technik und der Computer besser verstehen als andere und hinter die Kulissen blicken können. Und wir wollen sie dazu motivieren, diese Verantwortung, die sie da haben und dieses Wissen eben im Sinne der Gemeinschaft und der Gesellschaft zu nutzen. Genau. Aber Jugendhackt ist neben diesen inhaltlichen Sachen auch ein unglaublich tolles Netzwerk, was seit seiner Gründung 2013 mittlerweile in ganz Deutschland über die Landkarte verteilt ist. Ob im Norden mit Rostock und Hamburg und Berlin, in der Mitte und im Osten Deutschlands Halle, mit Köln, Frankfurt, Heidelberg, Ulm, Schaffhausen und München und Linz in Österreich, haben wir mittlerweile viele, viele Standorte in Deutschland aufgebaut, an denen diese Hackathons veranstaltet werden. Mittlerweile nicht mehr nur diese Hackathons, sondern seit dem letzten Jahr haben wir auch die Jugendhackt Labs, was quasi die Verstetigung dieser Angebote in einem wöchentlichen Programm ist, was auch immer wieder dieses Zusammenbringen von jugendlichen Technikbegeisterten mit Mentorinnen bedeutet, die gemeinsam lernen, sich weiterbringen, sich austauschen, sich vernetzen
und aber auch einfach gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. Genau, dieses Jahr war für uns alle auch bei Jugend Hackt natürlich anders und eine große Herausforderung, denn plötzlich hieß es für uns, remote die Welt verbessern. Und das hat, wie wir finden, in unserem ganzen Netzwerk auch hervorragend geklappt. Wir haben manche spontan, manche dann doch mit mehr Vorlauf, wie das jetzt hier bei uns in Heidelberg der Fall war, uns dafür entschieden, eben diese Hackathons und die meisten Veranstaltungen remote und online stattfinden zu lassen. Und genau, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, wie das läuft, ich weiß nicht, in der einen Werbeunterbrechung sozusagen hat Julia, glaube ich, auch schon mal ein bisschen was erzählt, wie das so läuft. Für die, die sich das nicht vorstellen können, wie 25 Jugendliche gemeinsam mit 13 Mentoren ein ganzes Wochenende lang aus ihren Kinderzimmern oder Arbeitszimmern zusammenarbeiten, der kann sich das so vorstellen, dass wir ganz viele verschiedene virtuelle Räume hatten, in denen wir hin und her gesprungen sind. Wir hatten einen großen Hauptraum, wir hatten eine Mentorinnen-Lounge, wo wir uns als Pädagogin und die Leute im Hintergrund ein bisschen mal zurückziehen konnten und absprechen konnten. Die Jugendlichen hatten ihre Gruppenarbeitsräume, wir hatten Brainstorming-Räume zu verschiedenen Themen. Und dort waren immer, so wie jetzt auch hier, in der Mitte eine Präsentation zu sehen, über die wir sozusagen gemeinsam die Themen definiert haben und gesprochen haben. Hinzu kommt offene Pads, das sind sozusagen Word-Dokumente, Text-Dokumente, die man ohne Passwort direkt betreten kann, in denen wir hin und her geschrieben haben, in denen wir uns ausgetauscht haben. Wir haben unsere Bildschirme geteilt, um gemeinsam an Zeilen Code zu schreiben. Wir haben unsere Kameras angemacht, um uns zu winken und mal zu sehen und haben es geschafft, tatsächlich, glaube ich, den Faden nie abreißen zu lassen und uns quasi nonstop, wie als wären wir in einem Raum gewesen, genau, miteinander zu kommunizieren. Ja, doch all dies, und das ist vielleicht auch die ganz gute Überleitung, ist natürlich nur möglich, wenn man Unterstützung bekommt. Und diese Unterstützung erfahren wir hier bei Jugend Hackt in Heidelberg, insbesondere durch die großzügige Unterstützung der Hope Foundation for Computer Literacy and Informatics. Ihr Zuschauerinnen seht es auch immer oben, steht dieses Hope Foundation schon die ganze Zeit mit in der Präsentation. Das ist nicht Teil der Präsentation, sondern die Hope Foundation hat das Jitsi, was unser Kommunikationstool hier und unser Konferenztool war, in den Pandemiezeiten aufgebaut und uns auch jetzt hier während des Hackathons freundlich zur Verfügung gestellt. Aber auch darüber hinaus ist die Hope Foundation einfach immer unser Backup, die uns diese Basisförderung dafür gibt, dass wir Jugend Hackt hier veranstalten können. Genau, das ist die Förderung im Hintergrund. Und gleichzeitig wäre natürlich Jugend Hackt Heidelberg nichts ohne unser unglaublich tolles Mentorinnen-Team. Denn die Philosophie hinter Jugend Hackt ist, dass es zwar hauptamtliche Organisatorinnen gibt, aber der Großteil der Energie und des Wissens kommt aus dem Netzwerk unserer ehrenamtlichen Mentorinnen. Und genau, ich kann jetzt mal hier alleine klatschen. Julia klatscht mit. Genau, also das ist immer wieder eine große Freude, mit euch im Team zusammenzuarbeiten. Genau, aber jetzt habe ich eigentlich genug geredet und jetzt ist es langsam an der Zeit, die Bühne frei zu machen für unsere Jugendlichen. Und ja, Julia, vielleicht möchtest du mal die erste Gruppe anmoderieren, während ich einmal ganz kurz aus dem Bild springe und gucke, dass der Stream gleich richtig umspringt. Danke. Ja, klar. Wir haben insgesamt Gruppen. Und die erste davon, die hat sich mit einem Problem beschäftigt, was, glaube ich, viele Jugendliche gerade haben. Ich selbst bin ganz froh, dass ich hier so meine Freundeskreise mittlerweile habe. In einem Alter zwischen 12 und 18 ist es vielleicht alles noch gar nicht so super gefestigt. Und dann ist ja die Frage, wow, es ist alles online, ist super cool. Man kann theoretisch mit allen Menschen auf dieser ganzen Welt irgendwie reden und in Kontakt kommen. Aber wie lernt man eigentlich richtig gut neue Leute kennen und findet vielleicht sogar Freunde, wenn
alles nur online möglich ist, hat tatsächlich die erste Gruppe ein bisschen näher angeschaut und sich überlegt, naja, Technik kann die Welt vielleicht nicht retten, aber deswegen ist ja auch das Motto, mit Code die Welt verbessern, und Technik kann halt ein großartiges Werkzeug sein, um uns da so ein bisschen zu helfen. FriendFinder, also Pascal, Erik, Carol und Lukas, die haben sich angeschaut, wie man das machen kann mit menschlichen Beziehungen, wie das besser werden kann mit digitalen Möglichkeiten. Und deswegen überlasse ich jetzt euch die Bühne. Bitte einen großen Applaus auch von zu Hause aus den Wohnzimmern für FriendFinder. Ich glaube, man kann zurück, okay, zu, ein Hallo zurückgeben. Ja. Hallihallo. Mal angenommen, man ist in einer neuen Stadt umgezogen, aber man findet nicht so schnell den Anschluss. Vor allem in der Corona-Zeit ist es besonders schlimm, weil man nicht mehr zusammen unternehmen kann. Dann wäre es doch sicher gut, eine App zu haben, bei der man neue Freunde mit gleichen Hobbys finden kann. Und genau das wollen wir mit FriendFinder bezwecken. Was ist FriendFinder? FriendFinder ist eine Web-App, in der man sich neue Freunde finden kann, wie zum Beispiel gerade genannt, wenn man in eine neue Stadt zieht. Wir haben es so gestaltet, dass man Leute vorgeschlagen bekommt mit denselben Hobbys oder Interessen und mit diesen chatten kann. Welche Hürden mussten wir bis jetzt überwinden? Im Frontend hatten wir oft das Problem, dass uns die Motivation abhanden gekommen ist, da uns immer wieder bewusst geworden ist, wie viel denn da noch zu designen ist. Zudem hatten wir im Backend ursprünglich das Problem, dass wir mit einer falschen Programmiersprache gestartet sind und einige Dinge nochmal in einer anderen Programmiersprache neu bauen mussten, da sie so nicht so funktioniert hatten, wie wir das uns vorgestellt hatten. In der technischen Umsetzung haben wir im Frontend mit HTML, JavaScript und CSS gearbeitet. JavaScript für viele der Funktionen, wie zum Beispiel, was passiert, wenn man auf einen Knopf drückt. CSS, um das ganze Design der Seite zu machen, und HTML, um zum Beispiel Text oder Knöpfe hinzuzufügen. Genau. Im Backend haben wir JavaScript benutzt und haben das unter Node.js laufen lassen. Wir hatten ursprünglich Java benutzt, aber wie ich eben schon gesagt hatte, hat das nicht so gut geklappt. Diese beiden Systeme kommunizieren mit einer Technologie, die nennt sich WebSocket. Bei WebSockets wird ein Kanal geöffnet, der permanent offen bleibt, sodass der Frontend und das Backend sich permanent unabhängig voneinander austauschen können. Da sieht man noch einmal Teile vom Code des Frontends. Links sieht man mal ein kleines bisschen, das ist der ganze Code vom Login-Fenster. Sieht ziemlich wenig aus, macht aber recht viel. Rechts leider etwas abgeschnitten, sieht man ein klein wenig die Kommunikation von Server und Website. Ja. Genau, hier ist ein Ausschnitt des Codes im Backend. Und zwar hatte ich ja gerade schon genannt, dass wir mit WebSockets arbeiten, und hier sind zwei Endpoints für die WebSockets. Und zwar ist das einmal, wo alle Chaträume, auf die der Nutzer Zugriff hat, abgefragt werden, und einmal um alle Nachrichten in diesem Chatraum abzurufen. So, wir haben jetzt noch eine Demo vorbereitet. Hast du den Server wieder gestartet? Ja, oder? Ja. Also wir zeigen, wir haben hier, wie ihr in der Präsentation schon sehen könnt, haben wir mal zwei Channel angelegt. Einmal einen privaten Channel zwischen mir und Erik. Da können wir privat uns austauschen. Das können wir euch ja gerade einmal zeigen. Ich habe jetzt die Nachricht Hallo bekommen, jetzt schreibe ich einfach mal zurück. Ihr seht, das funktioniert ganz gut. Jetzt wollen wir aber noch mit Lukas und Carol schreiben, deshalb gehen wir in den anderen Chat-Channel. Na, komm. Lukas, Carol? Es gibt bei mir gerade ein paar kleine technische Probleme. Ich komme nicht rein.
Hast du dein Passwort falsch geschrieben? Nein, mein Passwort ist diesmal nicht falsch geschrieben. Seite neu laden. Lad die Seite neu. Seite ist neu geladen. Und Benutzername auch richtig geschrieben? Ja, eigentlich schon. Mit großem L. Mit großem L, ja. Carol, kommst du rein? Die Seite lädt einfach nur wieder nicht. Das ist das Problem. Hast du Webstorm geschlossen? Hast du es über... Ja, du musst es Nein, über Webstorm ist noch offen. Dann start's mal über Webstorm neu. Aber wie ihr seht, haben wir jetzt auch schon die dritte Person. Eigentlich sollte da jetzt auch noch eine vierte Person dazukommen. Kurzer Moment. So, jetzt komm. Das ist jetzt einfach mal ganz kurz so. Hallo, ich bin... Okay, ich hab's auch geschafft. Ich hab dich mal ganz kurz vertreten. Okay, ich logge mich hier direkt wieder aus und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich denke mal, ich kann jetzt wieder an die Moderation weitergeben. Vielen Dank. Ja, danke ihr Lieben. Das war, glaube ich, mal wieder ein eindrückliches Beispiel dafür, was es heißt, wenn man schon im jungen Alter in der Lage ist, hinter die Kulissen von Technik schauen zu können und sich selbst einfach mal einen Chatroom aufbauen können. Ne? Also wenn man sich sonst anschaut, alle anderen sind immer nur in der Oberfläche unterwegs und hier hat das Team FriendFinder einfach mal sich selbst einen Chatroom aufgebaut mit hintenstehendem Backend. Alles, ich bin beeindruckt. Ich auch, definitiv. Und vor allen Dingen einfach diese Fähigkeit, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern zu sagen, ja gut, Fehler, okay, machen wir einfach weiter, probier's halt nochmal. Finde ich auch immer wieder sehr schön mit anzusehen. Jetzt ist ja aber dieses Ganze miteinander kommunizieren und Freunde finden und sich vernetzen nicht nur eine Sache, die man nur in der, in Anführungszeichen, realen Welt braucht, sondern es ist ja auch so, dass man vielleicht online miteinander Spiele spielt und da gibt es verschiedene Spiele, bei denen es auch verschiedene Chat- oder Kommunikationskanäle gibt. Die sind aber vielleicht nicht alle so ideal. Das dachten sich zum Beispiel Jonas und Fabian und haben sich überlegt, wie man denn in Online-Spielen besser miteinander kommunizieren und chatten kann. Hier kommen jetzt Community-Plugin von Jonas und Fabian. Also Fabian ist schon angekommen im Raum, Jonas ist noch unterwegs. Auf jeden Fall haben wir schon ein Bild, das ist schon sehr gut. Da kommt auch Jonas, prima. Test. So. Wie sieht's aus bei euch? Fabian, du bist noch gemutet, sehe ich. Super, dann haben wir von Jonas jetzt auch ein Bild. Hallo? Du musst ihn wahrscheinlich anonym rausschmeißen, kann das sein? Ja. Ich mach das mal gerade. Oh. Alles gut. Okay. Solange es funktioniert, ist ja alles gut. Genau. Wir sind zumindest auf dem besten Weg dahin. Oh no. Genau, Fabian, kannst du nochmal das Präsentationsfenster einmal neu laden? Dann haben wir auch ein Bild von Jonas. Alle müssen sich wahrscheinlich nochmal neu laden, oder? Okay. Nee, ich wäre bereit. Ja. Fabian, wie steht's bei dir? Du bist noch mute. Ja. Fabian, könntest du dein Smartphone nochmal neu starten? Nee, nicht also das Smartphone, sondern den Laptop mit der Präsentation. Einfach nur nochmal das Fenster neu laden. Warte. Dann rutscht Jonas runter und wir sehen ihn. So, mein PC-Fenster neu laden, oder? Genau. Okay, sorry. Yes. Yay. Fantastisch, los geht's mit Community-Plugin.
So, hallo, willkommen zu unserer Präsentation. Wir haben über das Wochenende ein... Sieht man nicht? Achso, stimmt, ich muss gar nicht zum Teil. Jetzt, von vorne. Sieht man mich, war die Frage im Stream. Ja. Die Antwort ist ja. Gut. So, hallo, willkommen zu unserer Präsentation. Wir haben übers Wochenende ein Community-Plugin gemacht. Wir haben das Ganze für Minecraft mit der Spigot-API gemacht. Also Spigot ist so ein Minecraft, wo man halt Plugins schreiben kann. So. Ja, was ist eigentlich ein Plugin? Also ein Plugin ist eigentlich so eine ganz simple Erweiterung, die Befehle hinzufügt. Man kann damit auch... Fuck, ich bin... Ja, man kann damit Befehle hinzufügen, Crafting-Rezepte erweitern oder auch hinzufügen und Event-Listener implementieren. Wie zum Beispiel, dass wenn man sich bewegt, dass dann irgendwie so ein Code ausgeführt wird oder wenn man in einem irgendwie was macht, zum Beispiel Inventaraktionen. Wir haben das Plugin gemacht, damit man nicht auf andere Chat-Plattformen zugreifen muss und dass man sich keine anderen herunterladen muss, dass man nicht tausende Chat-Plattformen hat, wovon man eine jeweils nur nutzt. Unsere Problemstellung, die wir beheben wollten, war, das schwere Chatting über die ganzen Plattformen zu vereinfachen, weil es gibt so viele verschiedene, wie WhatsApp und Discord, die verschiedene Nummern oder halt Nutzernamen brauchen, zu funktionieren und man sich dann nicht alle merken muss. Also was macht das Plugin? Das fügt einfach einen Chat hinzu, also sozusagen einen Gruppenchat oder auch Partychat. Der P-Befehl ist der Standardbefehl für den Partychat und der hat auch ein paar Unterbefehle wie P-Invite und dann eben der Spielername und einen Spieler einzuladen. Und dann P-Chat und dann die Nachricht, um eine Nachricht in den Partychat zu schicken. Wir haben hier noch eine Live-Demo, ich hoffe, man sieht die. Ja, also ich habe jetzt mich selber eingeladen und dann habe ich noch den anderen Spieler, dann habe ich noch Jonas eingeladen und so kann man dann eben Nachrichten verschicken. Und die kommen dann halt eben nur beim anderen Spieler an. Und dann kann man auch noch andere Spieler kicken, bloß wir haben dann noch keine Bestätigung, das Nachricht bekommen und dann empfängt der andere Spieler die Nachricht halt nicht mehr, weil der gekickt wurde. Weiter. Unser Projektziel war... Kann ich, Fabian? Ja. Unser Projektziel war, dass man keine verschiedenen Apps nutzen muss, um zu chatten. Und dazu haben wir den Gruppenchat in Minecraft einfach verlegt. Also das Ganze ist natürlich Open Source, dass jeder seine eigene Version haben kann. Hier noch ein QR-Code und einen Link zu der GitHub Repository. Ja, wunderbar. Vielen Dank euch beiden, Jonas und Fabian. Ein tolles Beispiel. Ihr seid, oder wart ihr soweit? Entschuldigung.
Ja, wir haben noch ein paar weitere Ideen, was wir jetzt am Wochenende nicht hingekriegt haben, wie zum Beispiel... Ah ja, dann schieß los, wir wollen das gerne hören. Handelssystem mit MySQL, also wo man dann seine eigene Ökonomie hat, wie also eine Innenspielwährung oder dass man halt auch einen Shop hat und eben auch verbessertere Moderierungstool, dass man zum Beispiel Leute Warnungen geben kann und nach 3 Warnungen passiert was Schlimmeres wie einfach nur eine Warnung. Ja, und nochmal zurück zu der mit dem Währungssystem. Das Ziel ist, dass man sich dann halt eben mit echtem Geld keine im Spiel dass man sich halt im Spiel keine Vorteile kaufen kann mit echtem Geld. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja. Wir hoffen, Ihnen hat die Präsentation gefallen. Ja, danke Jonas, danke Fabian. Ein schönes Beispiel dafür, dass, ich meine, wenn wir mal wahrscheinlich zurückblicken werden, wird das Jahr 2020 wahrscheinlich das Jahr des virtuellen Lebens irgendwie sein. Und insbesondere für Jugendliche bedeutet das natürlich viel Zeit zu Hause verbringen zu müssen, tatsächlich ja auch. Und da ist doch schön, wenn man in den virtuellen Gaming-Welten, in denen sich viele Jugendliche aufhalten, doch auch die Möglichkeit hat, Freunde und Freundschaften zu pflegen und das sogar alles Open Source. Eine wichtige Philosophie, die wir bei Jugendhackt immer versuchen weiter zu verbreiten. Also offene Quellcodes, die jeder einsehen kann, was Transparenz in Software und Hardware schafft und ja, ein wichtiges Grundbaustein für eine offene digitale Gesellschaft ist. Ja, und sich eben auch versuchen, unabhängig zu machen von irgendwelchen Unternehmen, absolut, die dann sagen, hey, du kriegst irgendwie In-Spiel-Geld versus echtes Geld, und wo die Jugendlichen dann sagen, nö, ist gar nicht so cool, und sich dann überlegen, okay, wie kann man das vielleicht auch anders machen. Schade, dass dieses Wochenende nur so kurz ist, denke ich mir auch immer wieder. Damit gehen wir aber weiter zur nächsten Gruppe. Wenn man nämlich viel im Internet unterwegs ist, dann gibt es auch wahnsinnig viele Plattformen, auf denen man irgendwie Profile anlegen kann, sich selbst darstellen kann, zeigen kann, was man denkt, was man fühlt, für was man steht. Das hat dann aber auch so ein bisschen die Kehrseite, dass man ziemlich viel über alle Online-NutzerInnen rausfinden kann. Manche Sachen sind ein bisschen sichtbarer, manche ein bisschen unsichtbarer. Vor allem macht es aber die Masse. Also wenn man sich mal insgesamt anschaut, was denn Menschen so in ihrer Online-Identität quasi ausmacht, das kann natürlich auch ganz schön gefährlich sein. Und wo sind eigentlich die Grenzen? Das findet man vor allem dann raus, wenn man eben weiß, wie funktioniert das Ganze denn und welche Informationen sind denn so verfügbar? Und deshalb hat sich die Gruppe Back to Front mit Sebastian, Niklas, Luca und Robin mal angeschaut, was es denn heißt, dieses Online-Identitäts- und Profil-Ding und was man da über Menschen tatsächlich rausfinden kann. Deswegen hier Bühne frei für die Gruppe Back to Front. Genau, also unser Thema heißt Back to Front, a Reddit Analysis. Und wie man schon am Untertitel erkennen kann, haben wir Daten von Reddit analysiert. Genau, also erstmal für Leute, die es nicht wissen, Reddit ist eine Social-Media-Plattform, die in kleinere Subreddits unterteilt wird. Das sind eigentlich so kleine Communities, in denen Leute alles posten können, was sie wollen. Also zum Beispiel Bilder oder Texte. Und das kann man dann auch upvoten. Das ist das Äquivalent zu liken. Und wenn man sich jetzt von dieser Social-Media-Plattform öffentlich zugängliche Daten holt, dann wollten wir rausfinden, was man mit diesen Daten alles anstellen kann. Also zum Beispiel irgendwelche Zusammenhänge ziehen, irgendwelche Erkenntnisse daraus dann schließen und am Ende dann aufzeigen, was wir eigentlich so alles unbewusst ins Internet stellen. Und in dem Projekt gab es dann 3 große Themen. Erstmal die Daten holen, die Daten auswerten und dann auch anzeigen. Und anfangen wird Niklas mit den Daten holen. Genau, also zum Sammeln der Daten haben wir uns überlegt, wir benutzen die Programmiersprache Python, weil wir dadurch die Reddit API Pro benutzen konnten. Die ist für die Kommunikation mit Reddit zuständig. Wir haben uns 3 Funktionen erstellt. Die erste Funktion sucht die 997 Top-Posts aus r/de raus. 997 ist es eine sehr krumme Zahl. Das Problem war halt, dass das das Limit ist von Posts, die man auf einmal holen kann. Die zweite Funktion ist, dass wir über jeden, und es werden Informationen über jeden Post gespeichert, wie zum Beispiel Titel, Auto und so weiter.
Die zweite Funktion ist, dass für jeden Autor von so einem Post auch nochmal Infos gespeichert werden, wie zum Beispiel Karma oder das Erstellungsdatum von dem Account. Und die letzte Funktion ist dafür zuständig, dass diese ganzen Informationen in einer .csv-Datei gespeichert werden. Das ist einfach eine Textdatei, in der die Informationen mit Kommas getrennt werden, also Comma-Separated Values. Ja, genau. Also wie man jetzt schon so ein bisschen feststellen konnte, unsere Gruppe war so ein bisschen zweigeteilt. Die einen waren für das Sammeln der Daten zuständig und die anderen für die Analyse der Daten. Und Robin und ich haben uns mit der entsprechenden Analyse beschäftigt. Also die andere Gruppe hat jetzt uns diese riesige CSV zusammengestellt mit allen möglichen Autoren und Nutzerdaten und was weiß ich. Und man sieht hier jetzt auch einmal ganz schön im Hintergrund, wie das aussieht. Also es ist unglaublich viel. Das kann man sich jetzt nicht einfach so durchlesen. Also es ist sehr unübersichtlich und Zusammenhänge findet man da sowieso schon gar nicht drin. Deshalb muss man also irgendeine Möglichkeit finden, wie man diese Zusammenhänge gut ausarbeiten kann oder errechnen kann und Sachen miteinander korrelieren kann. Und dafür haben wir ebenfalls Python verwendet und lesen die Daten mit Hilfe von Pandas ein und verarbeiten diese auch mit Pandas. Pandas vielleicht ganz kurz, das ist eine Python-Bibliothek. Eine Bibliothek ist im Grunde nichts anderes als Funktionen, die andere Nutzer schon vorher geschrieben haben, die wir importieren können und selber nutzen können, sodass man nicht alles selber schreiben muss. Genau, und mit Pandas haben wir dann eben bestimmte Zusammenhänge herausgefunden, die wir dann mit Hilfe von Matplotlib, ebenfalls eine Python-Bibliothek, visualisiert haben, also in Form von Graphen darstellen oder in Form von Piecharts oder Barcharts. Und genau diese Zusammenhänge und die entsprechenden Grafiken dazu, die wird euch jetzt Robin einmal vorstellen. Das sind nämlich unsere Analyseergebnisse. Als erstes haben wir uns die Postzeiten angeschaut und an diesem Graphen kann man erkennen, dass die Hauptpostzeiten von 6 bis 10 sind. Und ja, als nächstes haben wir uns gefragt, was sind die Hauptgesprächsthemen in Reddit und haben herausbekommen, dass Humor den größten Anteil hat, gefolgt von Politik und Gesellschaft. Es gibt noch sehr viele andere, die wir hier nicht zeigen können, weil die nur einen sehr, sehr kleinen Anteil haben. Und ja. Wir haben uns den bestbewerteten Benutzer herausgesucht und hier kann man sehen, dass er sehr viel Humor hat, also mit Humor Themen macht und immer postet, es ist Mittwoch, meine Kerle. Und folglich daraus kann man sehen, dass es immer am Mittwoch seine Hauptpostzeit ist und an den anderen Tagen eigentlich gar nicht. Ja, die Titellänge kann man deswegen auch sehr gut analysieren, weil wegen diesen Es ist Mittwoch, meine Kerle, schießt die Titellänge in die Höhe. Also sehr viele Posts haben halt die gleiche Länge, weil er immer das gleiche postet. Und ja, das kann man hier ran erkennen. Genau, da stellt sich natürlich die Frage, was kann man damit alles anstellen? Also man muss erstmal aufklären, unser Projekt, das hat jetzt noch ein paar Kinderkrankheiten. Ja? Also wir hatten jetzt ein Wochenende Zeit und sind dadurch nur an einen sehr voreingenommenen Datensatz reinzukommen. Also wir haben erstmal nur 1000 Posts und diese 1000 Posts sind auch nur aus einem einzigen Subreddit und aus diesem einzigen Subreddit auch noch nur die Top-Posts. Also von Objektivität kann da leider noch nicht so wirklich die Rede sein, kann eigentlich noch nicht wirklich die Rede sein. Aber trotzdem hat man eben gesehen, dass man schon sehr viel über einen einzelnen Nutzer rausfinden konnte. Wir konnten zum Beispiel auch herausfinden, zu welchen Tageszeiten dieser Nutzer postet. Und dadurch lassen sich halt auch Sachen wie der Schlafrhythmus und dadurch auch die Zeitzone herausfinden. Und damit kommt man auch schon zu den Möglichkeiten. Und zwar, der Punkt ist ja eigentlich, es ist jetzt komplett egal, ob ich mir diese Daten von Reddit, Facebook, Twitter, Instagram oder was auch immer ziehe, ja? Also öffentliche Daten, öffentliche Metadaten gibt es überall zu finden. Und das ist eigentlich was ganz Gefährliches, weil wenn jetzt da wirklich ein ambitionierter Hacker am anderen Ende sitzt, der vielleicht nichts Gutes im Sinn hat, kann der eben Massendatenspeicherung oder eine Vorratsdatenspeicherung vielleicht sogar über mehrere Monate anstellen und kann diese Daten dann hinreichend analysieren und im Zweifelsfall auch konkret auf euch analysieren und kann somit ganz klare Schlüsse über euch ziehen. Und das ist im Grunde der Punkt. Also wir wollen ein bisschen Awareness raisen und zeigen, dass ihr vielleicht ein wenig darauf achten solltet,
an welcher Stelle ihr wie viele Metadaten ins Netz pumpt, weil das sehr verhängnisvoll sein kann, weil man eben sehr viel dadurch herausfinden kann. Genau, und damit bedanken wir uns auch für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, wir konnten ein wenig Aufschluss geben über unser Projekt und warum diese Dinge eben sehr wichtig sind. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, danke Sebastian, danke Niklas, danke Luca, danke Robin für diesen ja, sehr ausführlichen und sehr verständlichen Vortrag. Vielen Dank. Ich bin, wie so oft, ich muss vielleicht dazu sagen, ich selbst habe keinen technischen Hintergrund und bin deswegen immer mit großem Staunen dabei zu sehen, was die jugendlichen Teilnehmerinnen hier in diesen Wochenenden immer alles so machen. Und finde das mal wieder ein wunderbares Beispiel, vielleicht ein nächstes Prinzip noch mal kurz zu erwähnen, auch wenn das jetzt keine offenen Daten waren, die als solche gedacht waren, sondern sozusagen vielleicht versehentliche offene Daten sind, kann man hier ganz gut sehen, wie technische Hilfsmittel, um genau zu sein, Programmiersprachen dazu helfen können, Unmengen von Daten zu analysieren und daraus irgendwie einen Sinn herauszulesen. Und ja, was aber auch, glaube ich, nochmal wichtig war zu sehen, ist eine Sensibilität, die bei unseren Jugendlichen meistens schon von vornherein da ist, denn dass man mit den Daten, mit den eigenen, aber auch denen der anderen Leute sorgsam umgehen sollte. Und genau, wir sollten uns das, glaube ich, alle zu Herzen nehmen. Und wenn wir gesehen haben, was vier Jugendliche an, ihr sagt immer ein Wochenende, letztendlich habt ihr vielleicht gerade mal den Samstag und den halben Sonntag irgendwie Zeit gehabt, um zu coden, was die da schon alles rauslesen können, was dann erst möglich ist, wenn man sich mal richtig Zeit nimmt. Also seid gewarnt, passt auf eure Daten auf. Das heißt, es kommt auch ganz stark darauf an, wer macht eigentlich was mit welchen Daten. Und wenn wir so viel reden von, wir sind alle im Internet unterwegs, dann ist das ja auch ein Teil unserer Realität. Sind wir ehrlich, das ist ein Teil unseres Lebens und deshalb ist es genauso auch ein Teil des juristischen Lebens wie alles andere. Und auch im Internet haben wir Rechte. Die Frage ist, wie transparent sind die eigentlich? Wie gut kann man nachvollziehen, was gerade bestimmte Unternehmen, aber insgesamt im Internet mit unseren Daten passiert, mit dem, was wir dort äußern? Ist gar nicht mal so einfach, das rauszufinden. Das hat die nächste Gruppe die Erfahrung gemacht. Lucy, der mit dem Zopf, und Carla, die haben sich nämlich ein bisschen genauer angeschaut, welche Rechte haben die eigentlich im Internet und wie kann man die vielleicht auch durchsetzen, wenn es mal nicht so glatt läuft oder so, wie man sich das vorstellt. Das haben sie in ihrem Projekt Deine Rechte natürlich in ein wunderbares Jugendhack-Projekt gegossen, was sie jetzt vorstellen werden. Bitteschön. Hallo, wir stellen euch heute unser Projekt Deine Rechte vor. Also es kam so zustande. Ich fand es immer ein bisschen blöd, wenn zum Beispiel Google oder so einem die Datenschutzerklärung gezeigt hat, aber die ist halt sehr lang und halt auch nicht so verständlich zum Lesen. Das habe ich dann hier mal bei Jugendtech erwähnt. Und so kam dann das Projekt zustande, als alle nochmal was in den Topf geschmissen haben, dass wir eine Website, also wir haben jetzt eine Website gemacht, wo es Zusammenfassungen der Datenschutzerklärungen gibt, die halt auch etwas verständlicher sind. Und genau. Ja, und wir hatten anfangs dann das Problem, dass Carla und ich noch keine Erfahrung hatten, was Webseiten erstellen und HTML angeht. Also musste der mit dem Zopf uns überhaupt erstmal beibringen, wie das alles funktioniert. Ich habe selber gemerkt, dass es gar nicht so schwierig ist, wie man eigentlich denkt, und es eigentlich einem ziemlich einfachen Prinzip folgt. Und nachdem Carla und ich das endlich verstanden haben, konnten wir auch anfangen, die Webseite zu gestalten. Genau, und dabei ist dann etwas Schönes rausgekommen, und zwar diese schöne schwarze Webseite, die wir hier sehen, online im Stream, wo wir ganz einfach, simpel eine Suchmaske haben und da zum Beispiel ein Konzern eingeben wollen, dessen Datenschutzerklärung wir einfach erklärt haben wollen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Facebook. Genau, da können wir dann suchen
Alternativ können wir auch gucken, welche Anbieter überhaupt schon vernetzt sind bei uns. Und da haben wir momentan Facebook, Google und Twitter. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel bei Facebook reinschauen, sehen wir da dann gleich, wer dafür zuständig ist bei uns und wie wir die Leute dort eben kontaktieren. Genau. Und jetzt wollte Lucy, glaube ich, noch etwas zum Ausblick, was wir noch weitermachen könnten damit. Ja, wir wollten auf jeden Fall noch Alternativen anzeigen. Also wenn man zum Beispiel nicht Google benutzen will, weil es die Daten, so viele Daten speichert, kann man irgendwie Alternativen benutzen. Wir sind momentan noch nicht so weit, dass wir das schon programmiert haben. Aber das ist auf jeden Fall unser Plan. Seid ihr soweit fertig? Ja. Ja, dann vielen Dank Lucy, vielen Dank Carla, vielen Dank der mit dem Zopf. Ja, zu diesem Projekt möchte ich vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen, denn auch wieder, was mich einfach unglaublich freut, ist, dass man bei Jugendhackt erlebt, wie man sich einfach auch gegenseitig hilft. Denn ihr habt ja schon das Prinzip verstanden, dass wir immer diese Mentorinnen haben, die eigentlich immer den jugendlichen Teilnehmerinnen was beibringen sollen. Aber ganz oft finden wir uns in einer Situation wieder, in denen Jugendlichen was beibringen. Denn Jugendhackt ist, ich hatte es auch schon erzählt, von dem Netzwerk dahinter einfach so eine große Familie geworden. Das heißt, einige Jugendliche kommen immer wieder zu den Events. So zum Beispiel der mit dem Zopf ist, glaube ich, bei allen Jugendhackt in Heidelberg schon dabei gewesen, auch schon auf vielen anderen. Und ist, obwohl er erst 17 ist, eigentlich auch schon ein fester Mentor fast, der immer wieder sein Wissen weitergibt. Und und ich fand es auch wieder total mutig zu sehen, wie Lucy und Carla, die beide mit sehr, sehr wenig Vorkenntnissen eigentlich kamen, den Mut hatten, sich erstmal bei Jugendhackt anzumelden und dann aber auch in einer unglaublichen Geduld und Hartnäckigkeit wirklich den kompletten gestrigen Tag sich eine Lehrstunde in Webprogrammierung von 0 auf 100 sozusagen reinzuziehen. Großen Respekt, ich ziehe den Hut und bin gespannt, Julia, was du als nächstes vorstellst. Naja, also eine andere Sache, wo Jugendliche anderen Jugendlichen geholfen und ein bisschen unterstützt haben, ist zu checken, sag mal, was ladet ihr da eigentlich an Code auf Code-Plattformen wie zum Beispiel GitHub hoch? Und vielleicht ist es keine gute Idee, da irgendwelche Credentials für Datenbanken mit reinzupacken, also Zugangsdaten für Datenbanken, sondern es wäre ein bisschen klüger, wenn man die für sich behält. Denn wir sagen zwar Jugendhackt und wenn man in den Nachrichten so Hacker irgendwie hört oder sieht, dann sind es meistens irgendwelche Typen mit Hoodies auf und die machen böse Sachen, die dringen nämlich irgendwo ein. Tatsächlich kann das natürlich auch irgendwie passieren, wenn man sich neugierig im Internet bewegt und wir versuchen auch immer so ein bisschen darüber zu sprechen, was macht man denn, wenn mal doch irgendwie was Doofes passiert. Wir schauen uns die HackerInnen-Ethik gemeinsam an, reden drüber, was es da für Möglichkeiten gibt, an wen man sich wenden könnte. Tatsächlich passiert es einem Großteil der Jugendlichen überhaupt nie in ihrem Leben, aber andere haben vielleicht dann doch schon mal irgendwie Erfahrung gemacht mit, hups, ich habe da ein Passwort eingegeben und dann. Und genau solche Sachen muss man natürlich irgendwie wissen, was hat es damit auf sich. Dass man das ein bisschen in geschützteren Umgebungen machen kann und einfach mal ausprobieren kann, wie findet man denn eigentlich solche Sicherheitslücken und was ist denn eigentlich so eine Datenbank und vor allem, wie mache ich sie am Ende sicher? Dazu muss man natürlich erstmal wissen, wie kommt man denn im Zweifel auch irgendwo rein? Und das hat sich eine Gruppe ganz besonders intensiv an diesem Wochenende angeschaut und geguckt, wie geht man um mit Sicherheitslücken und vor allem, wie kann man dann auch am Ende die eigenen Systeme sichern und daraus lernen und das Ganze ein bisschen als Spiel betrachten. Das sind Franka, Lukas und Moritz mit der Gruppe CTF. Und was das heißt, das erklären sie am besten selbst. Ja, danke. Wir haben uns CTFs angeschaut. Das steht kurz für Capture the Flag. Auf der Präsentation ist noch eine Slide zu erkennen. Das ist Es gibt das Ganze auch als Real-Life-Spiel, wo man dann zwei Teams gegeneinander hetzt quasi und die sollen sich gegenseitig die Flaggen klauen.
Das Ganze haben wir aber eher digital gehalten und das erklärt euch Franka, was das ist. Genau, im Digitalen gibt es auch CTFs und da geht es meistens darum, kurze und kleine Hackerrätsel, Challenges zu lösen und eine versteckte Flag zu finden. Genau, und die Flag erklärt... Wir haben eine Flag uns ausgedacht. Bei uns sieht eine Flag jetzt immer so aus. JHHDCTF. Das steht für Jugendhack Heidelberg, Capture the Flag und danach ist in geschweiften Klammern irgendein Text. Das soll dazu dienen, dass man halt weiß, dass man das Richtige gefunden hat. Das ist sozusagen der Text, den man sucht. Moritz, du bist gemutet, oder? Oh, hoppla, ja. Wir haben viele Bereiche von Challenges gemacht und dort haben wir, ein kleiner Teil davon war Encryption und Decoding. Wir haben ein Flag versteckt in was Verschlüsselten oder decoded, also was encoded ist. Und wir haben kleine Tipps gegeben, wie man das encodet. Und da bringen wir den normalen Menschen nah an Hexadezimalsystem und Base64. Genau, ein weiterer Unterpunkt von unseren Challenges war der Bereich Steganographie. Steganographie sind die Daten, die sich hinter Bildern verstecken. Zum einen sind es die Bilddaten, die Pixel, aber auch Metadaten, wie zum Beispiel die Zeit der Erstellung. Und da hatten wir eben auch eine Challenge auf GitHub gestellt. Wir hatten dann noch eine Reversing Challenge. Dabei geht es darum, dass eben du ein Programm hast, und in dem ist irgendwo die Flag versteckt und die musst du dann mit Hilfe von bestimmten Tools, wie zum Beispiel das Programm dekompilieren, herausfinden. Genau, und jetzt stellen wir euch noch ein Beispiel vor, nämlich unsere Steganographie-Challenge. Da erkläre ich jetzt kurz, wie wir die Challenge erarbeitet haben und genau, wie wir die erstellt haben. Wir hatten einmal das Ausgangsbild, das wunderschöne Jugendhack-Logo mit dem Alpaka. Dann haben wir ein weiteres Bild genommen, auf dem unsere Flag versteckt ist. Da steht jetzt die Flag drauf, das kann man, glaube ich, im Stream nicht so ganz gut erkennen. Und mit dem, mit der Verbindung von diesem Bild und unserem Logo vom Anfang an haben wir dann ein Resultat herausbekommen, in dem oben, genau an der Stelle, wo in unserem zweiten Bild mit der Flag, jetzt eben hier in unserem Resultat die Flag versteckt ist. Und um die Flag zu finden, muss man eben diese beiden Bilder wieder trennen, indem man schaut, wo die Pixel vom Resultat und unserem anfänglichen Logo unterschiedlich sind. Und dadurch findet man die Flag. Genau, wir hatten natürlich auch ein weltverbesserisches Ziel. Wir wollten Menschen, vor allem Kindern von Jugendhack zum Beispiel, beibringen, wie man Sicherheitslücken im Programm ganz einfach findet. Und das wirkt sich natürlich selber auch gut aus, weil man achtet selber auf die Programme dann selber und versucht, seine eigenen Programme zu knacken, womit man viele Sicherheitslücken vermeiden kann oder schließen kann. Ja, das war natürlich jetzt nur ein Tag, den wir zwei hatten, diese Challenges zu machen. Und wir denken, dass wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, dass wir bessere Erklärungen machen könnten, also wie die Sicherheitslücken wirklich entstehen und natürlich mehr Rätsel hinzufügen. Genau, und natürlich, wie schon erwähnt, haben wir das alles auf GitHub gestellt. Das ist die URL, um unser Projekt zu finden auf GitHub. Und genau, da wird auch jede Challenge nochmal kurz erklärt. Genau, und das war's auch schon. Und damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ja. Danke euch. Tschüss. Vielen Dank, Franka. Vielen Dank, Luca. Vielen Dank, Moritz, für diesen schönen Vortrag und mal wieder ein weiteres tolles Projekt, was da entstanden ist, was auf jeden Fall verdient, eigentlich noch weiterentwickelt zu werden. Denn was man hier jetzt natürlich bei den Präsentationen sieht, sind, wir nennen das immer Prototypen, sozusagen, das sind die ersten, der erste Schliff an einem Rohdiamanten, der natürlich immer noch kein fertiges Produkt ist, sondern den Anfang von einem Weg, von einer Idee zu einer Umsetzung zeigt. Wir
alle lernen eigentlich total viel dabei, wenn wir mit Prototypen arbeiten. Also nicht einfach nur unsere Ideen im Kopf behalten, sondern einfach mal loslegen und was zu tun. Und genau, wir halten die Jugendlichen auch immer dazu an, sich nicht darauf zu fokussieren, irgendwie etwas Perfektes oder irgendwie so Fertiges zu machen, was eigentlich an so einer kurzen Zeit überhaupt gar nicht möglich ist, sondern eigentlich beim Ausprobieren miteinander zu lernen und auch mutig zu sein, einfach einen Ansatz zu zeigen. Denn das ist das, worum es eigentlich erstmal hier geht, einen Ansatz für die Lösung eines Problems zu finden. Ich habe das nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht mit dem Join, kann das sein? Man hört euch auf jeden Fall schon. Hört ihr mich? Ja. Das ist schon ein Fortschritt, ja. Genau. Ja, wir gucken das gleich, ob wir euch alle sehen, aber das werden wir hinkriegen. Genau, aber wenn ihr schon da seid, dann Julia, was ist denn Crowdtidying? Ja, wir schauen ja natürlich immer, wie kann man irgendwie Werkzeuge bauen, die Menschen helfen können. Und ein ziemlich großes Problem gerade ist das Umweltproblem. Nicht nur das Klima im Großen, sondern auch tatsächlich im Kleinen, dass immer mehr Müll draußen liegt. Was kann man dagegen tun? Und vor allem, das betrifft ja ziemlich viele Menschen. Wie kann man die Menschen irgendwie alle koordinieren, dass alle zusammen dafür sorgen können, dass die Umwelt ein bisschen sauberer bleibt? Das hat sich auch eine ordentlich große Gruppe zur Aufgabe gemacht und sich überlegt, wie man das lösen könnte. Hier kommt jetzt die Gruppe Crowdtidying mit Jens, Jonathan, Annalena, Troikari, Rasmus, Xavi und Aisha. Bühne frei. Ja, hallo zusammen. Also, wir wollen euch heute jetzt unser Projekt mit dem Namen Crowdtidying vorstellen. Das Ganze steht unter dem Motto, zusammen nachhaltig die Welt aufräumen. Das Problem, das wir gesehen haben, ist folgendes. Die Welt ist dreckig. Und die Corona-Pandemie vergrößert dieses Problem eigentlich noch. Ich denke, das kennt jetzt jeder aus seiner eigenen Erfahrung, dass wenn man eine Maske, vor allem eine Einmalmaske, nicht mehr braucht, einfach achtlos wegwirft oder dass man auch welche sieht, die einfach achtlos in Innenstädte und Plätze weggeworfen werden. Jeder erkennt eigentlich das Problem, aber eigentlich fühlt sich auch niemand dazu berufen, dagegen etwas zu unternehmen. Jetzt unseren Lösungsansätzen. Die Welt ist ziemlich dreckig, beziehungsweise die Umwelt, und es gibt noch viele Leute, die den Müll nicht gerne aufräumen wollen. Aber zusammen in Teams macht es sehr viel Spaß. Und deswegen läuft es bei unserem Projekt auch so ab, dass man in kleinen Teams in Wettbewerben teilnehmen kann und so gemeinsam Gutes leisten kann. Ja, also am Ende der ganzen Sache soll eine Website, stehen. Am Ende der ganzen Sache soll eine Webseite stehen mit einer integrierten mobilen Anpassung. Das heißt, dass man sie auch auf dem Handy verwenden kann, sozusagen wie eine App. Und auf dieser Webseite soll es möglich sein, Müllsammel-Events, also Crowdtidying-Events in seiner Nähe zu finden und sich halt zu informieren, wann und wo das ist und dorthin zu gehen. Man soll Müll melden können und so ein neues Event starten können. Das heißt, wenn man durch den Wald geht und sieht, oh, hier ist viel Müll, könnte man mit dieser App melden, hier ist viel Müll und zum Beispiel sagen, am Samstag starten wir ein Event und treffen uns hier und sammeln Müll. Und es sollen Teamstatistiken angezeigt werden. Und das mit den Teams haben wir uns so gedacht, dass sich nicht jeder User einzeln anmelden muss, sodass wir nicht so viele Daten speichern, sondern dass einfach einer ein Team erstellen kann, dem gibt er einen Namen und ein Passwort und diesen Namen und das Passwort kann er dann an die Teammitglieder weitergeben, das muss man dann halt privat machen und dann kann sich sozusagen jeder, der dieses Namen und den Passwort hat, für dieses Team anmelden und angeben, wie viel Müll er gesammelt hat. Also bei dem und dem Crowdtidying-Event habe ich so und so viel Müll gesammelt. Und daraus ergibt sich dann eine Rangliste, was natürlich auch ein Ansporn sein soll, für die Leute einfach mehr Müll zu sammeln, um ihr Team zu unterstützen. Wir haben bei der ganzen Sache offene Daten verwendet. Also wir haben OpenStreetMap benutzt. Das ist eine Karte, wo ganz viele Leute mitarbeiten und dort halt Daten zusammentragen. Und auf unserer Website müssen wir die Standorte von neuen Events beziehungsweise auch, wenn man ein neues Event starten will, seinen eigenen Standort irgendwie anzeigen. Und dafür benutzen wir halt OpenStreetMap mit Leaflet. Und jetzt wollen wir euch noch eine kleine Live-Demo zeigen. Ja, also hier, das ist ein kleiner Code. Wir haben einen Server mit einer Datenbank darauf erstellt,
wo wir Informationen zu den Teams gespeichert haben. Und das ist ein Code, der jetzt eine kleine Website erstellt, wo man Informationen von dieser Datenbank angezeigt bekommt. So, der läuft jetzt. Gleich sehen wir diese Website wahrscheinlich. Hier ist der Link, genau. Dann kommen wir hier zu der Webseite. Jetzt sehen wir hier, es gibt einmal das Team Alpakas und einmal das Team AFD-AFD. Das Team Alpakas hat die ID 1 und das Passwort davon ist QR. Und bei Müll wurde noch nichts eingegeben, wie viel Müll die gesammelt haben. Deshalb ist das momentan noch non. Und bei AFD-AFD ist halt die ID 5. Das Passwort ist einfach ein Anführungszeichen. Und es wurde halt auch noch kein Müll gesammelt und angegeben. Ja. Genau, und jetzt wollen wir euch noch das Frontend vorstellen, also das, was der Benutzer auch tatsächlich sieht. Wenn man die Webseite aufruft, dann kommt man zuerst zu der Startseite und dort gibt es dann zwei Buttons, einmal Aufräumaktion finden und Aufräumaktion starten. Wir hatten bisher in den 3 Tagen nur Zeit, die Aufräumaktion finden zu programmieren. Wenn man da jetzt draufklickt, dann wird man erstmal gefragt, ob die Webseite auf den eigenen Standort zugreifen darf. Genau. Und dann kriegt man den eigenen Standort mit einem blauen Marker auf der Karte angezeigt. In dem Fall ist der Makerspace in Heidelberg, wo wir auch tatsächlich gewesen wären, wenn Jugendhack analog stattgefunden hätte. Und in den roten Kreisen findet dann eine Müllsammelaktion statt. Und wenn man die anklickt, dann erscheint auch ein Pop-up mit detaillierten Informationen noch dazu. Wir haben auch natürlich viel dabei gelernt, oder zumindest die meisten, als wir dieses Projekt programmiert oder gecodet haben. Darunter auch Umgang mit der OpenStreetMap aus dem, was euch gerade gezeigt wurde, auch mit den Servern und Datenbanken, die Teams halt mit den einzelnen Passwörtern, wie viel Müll gesammelt wurde. Und dann auch Umgang mit der Dokumentation und auch Einstieg in die Programmierung. Zum Beispiel, ich habe davor noch nie wirklich programmiert und habe dann auch eine neue Programmiersprache ein bisschen gelernt und auch andere. Ist der Jonathan da? Ich glaube, da muss jemand einspringen. Alles klar. Natürlich ist Jonathan nicht hier. Natürlich soll ich kurz einspringen? Ich kann es auch machen, das ist mir wurscht. Natürlich sind wir nicht so weit gekommen, wie wir gerne wollen. Ja, okay, dann mache ich es. An den Frontend-Bereich. Also, wir wollen noch für das Frontend. Einen Moment, ich hatte euch gerade gegenseitig. Also, wie ihr gesehen habt, ging bis jetzt nur das Event finden und das muss man halt noch machen und die neue Event-Anlegenseite auch. Und im Backend wollen wir halt noch diese Statistiken machen, wie viel Müll welches Team gesammelt hat. Und die Verknüpfung zwischen Backend und Frontend ist jetzt auch noch nicht so ausgereift. Wir müssen noch die Daten vom Backend ans Frontend übergeben und die Daten vom Frontend in die Datenbank aufnehmen. Und was ich noch zu der Datenbank sagen wollte, das war jetzt natürlich nur ein Prototyp und so. Das muss nachher noch alles gespeichert werden. Die Passwörter zum Beispiel müssen als Hashes, also verschlüsselt gespeichert werden. Es ist alles noch wenig ausgereift. Natürlich haben wir aber auch so einen Weltverbesserungsaspekt. Das ist nämlich allgemein, wir wollen, wenn wir das alles zusammen umsetzen, haben wir im Endeffekt weniger Müll in der Natur. Stopp. Ich glaube, das ist, ja, man, so, Jens spricht gerade, es kann sein, dass Rasmus das nicht hört. Okay, also ich spreche einfach mal weiter. Genau, lass mich einfach mal ganz kurz Jens sprechen. Das wäre super. Also wenn wir das alles gemeinsam umsetzen, dann haben wir immer noch diesen Weltverbesserungsaspekt. Wir haben dann weniger Müll in der Natur. Wir haben Menschen, die sich dann in der Natur zusammentreffen. Und immer wenn sich Menschen zusammentreffen, in jedem sozialen Gefüge entstehen dann auch neue Freundschaften. Und so können wir mit Code sogar remote auch die Welt verbessern. Und die Umwelt profitiert trotzdem auch davon. Wir wünschen euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wenn wir das alles zusammen umsetzen, können wir die Welt verbessern und aufräumen und dann freut sich auch jedes Student Tech Alpaka,
weil immer die Welt besser geworden ist. Dankeschön. Danke Jens, danke Gruppe, danke alle anderen. Ja, vielen Dank Team Crowd Tidying für dieses wieder mal eindrucksvolle Produkt, was ihr da gemacht habt. Sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wie sieht es denn eigentlich auf unserer Liste aus? Das war tatsächlich Gruppe 6 von 6 und damit sind wir schon durch. Ich könnte immer noch so ein paar Gruppen mehr hören oder noch ein bisschen mehr sehen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie groß die Bandbreite eigentlich ist, aus der die ganzen Gruppen irgendwie so ihre Ideen schöpfen. Also, dass wir so ein Umweltthema haben, dann haben wir so ein Sicherheitsthema, dann haben wir sehr viele gesellschaftliche Aspekte. So, wie kann man eigentlich reales Leben online abbilden und was muss man dann eigentlich beachten, wenn Online-Leben dann irgendwie auch reales Leben ja ein Teil davon ist? Wie sieht das aus mit Recht? Wie kann man sich schützen, wie kann man selber Sachen bauen und dann immer diese Listen mit, was ich an diesem Wochenende alles gelernt habe, wo ich mir denke, wow, krass. Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt so diese Liste gehört habe, ist ja gleich kaum ein Thema dabei, was sozusagen nicht gestriffen wurde, was wir uns gewünscht hätten, was gestreift wird. Dann sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer Abschlusspräsentation. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei den ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bedanken für eure Offenheit am ganzen Wochenende, für eure ganze Energie, für die Leidenschaft, für das tolle Miteinander, für den respektvollen Umgang. Ich möchte mich nochmal bei allen Mentorinnen und Mentoren bedanken für eure Geduld, für eure vielen Inputs, für das flexible Aushelfen an jeder Stelle irgendwie. Nochmal an alle, die es im Hintergrund möglich gemacht haben, auf Orga-Seite, Hermes, der unseren Stream leitet hier. Nochmal ein großes Dank an die Hop Foundation für ihren Support. Meinem Arbeitgeber, dem DRI, die sozusagen auch uns hier die ganzen Räumlichkeiten und auch mir die Zeit gibt, das Projekt zu begleiten und zu betreuen. Ja, und dann hoffen wir doch einfach, dass wir im nächsten Jahr beziehungsweise wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir im nächsten Jahr uns wieder face-to-face sehen und so gut es jetzt gelaufen ist, nicht nochmal ein Jugendhack in der Online-Variante machen müssen, sondern das vielleicht eher mal als so ein Bonus oder als ein Add-on machen. Aber letztendlich freuen wir uns, glaube ich, alle wieder darauf, wenn wir uns im echten Leben wiedersehen. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch auf Zuschauerinnenseite hattet ihr Freude. Und nach dem etwas holprigen Start habt ihr auch alles gut verstanden und gut sehen können. Es wird natürlich auch noch das Video wird danach sozusagen online gestellt werden. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und Zeit und sagen Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal.